Stellen Sie sich vor, ich habe neulich in einer Illustrierten gelesen, do it yourself. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Oder wie die Amerikaner sagen, mach selber. Das habe ich probiert. Das hätte ich nicht machen sollen. Losgegangen ist mit meiner Tochter. Ja, und meine Frau mischt sie dauernd rein, gell? Meine Frau widerspricht einem jeden. Sogar der Fernsehansagerin. Ja, wirklich. Bei meiner Tochter hat der Zahn gewackelt. Dann hat sie gesagt, Herbert, mach selber. Dann habe ich ein Stück Faden genommen, habe ihn dann an dem Zahn festgemacht, das andere End an der Türklinken. Dann habe ich die Tür genommen und habe es zugehaut. Das hätte ich nicht machen sollen. Im gleichen Moment ist nämlich meine Frau zur Tür reingekommen. Meine Tochter, ihr Zahn war noch drin, aber meine Alte hat keine mehr, gell? Aber das Geschichtere Recht, die mischt sich ja überall rein, gell? Letzte Nacht beim Tapezieren habe ich 150 Meter Tapeten gekauft. Ich habe mir gedacht, wegen einem Verschnitt wärst du schon haben, gell? Und fünf Eimer Leim. Dann hat meine Frau gesagt, der Leim wird an die Wand geschmiert. Ich hab gesagt, der Leim wird auf die Tapeten geschmiert. Dann haben wir angefangen. Sie an der Wand, ich auf der Tapeten. Das hätte man nicht machen sollen, ja? Wie ich nämlich die ersten 5 Meter eingestrichen habe, nehme ich die Tapeten, will mich rumdrehen, bleib mit dem rechten Fuß am Leimarm hängen und mir haut es mitsamt der Standuhr auf die Ladern auf. Da war meine Alte drum. Sie, die war an der Windrock hängt, als wenn sie es brillt hätten, gell? Na, hab ich's hängen lassen. Na, bin ich zum Kegeln. Wie ich in der Früh um 4 Uhr heimgekommen bin, war es immer noch dran hängen. Da siehst du, was er so Leim aushält, gell? Zum Glück war es nicht allein, weil der Radio gespielt hat, gell? Dann habe ich es mit Hammer und Meißel entfernt. Das hätte ich nicht machen sollen, ja? Denn kaum war es herunten, wollte sie mir schon wieder beibringen, dass man zum Heizöl einfüllen einen Trichter braucht. Dann habe ich so einen kleinen Trichter genommen, das ist so einen großen Kanister. Dann habe ich es laufen lassen. Das Heizöl. Der eine Kanister hat gelangt. Wir haben keine große Wohnung. Sogar bei denen unter uns ist es Öl durch die Decken tropft. Weniger Tropfsteinhöhlen. Aber das macht nichts, die Frau da drunten spinnt sowieso. Ja, wirklich. Die ist 8 Monate lang zu einem Psychiater gerannt und hat sie untersuchen und behandeln lassen, weil es jeden Früh um 4 Uhr mitten in der Stadt oben im 5. Stock einen Hahn krähen hört. Ja, ich habe mir einen Hühnerstall bastelt, gell? Ich kann auch nichts dafür, dass die Decken so dünn sind, ne? Wenn bei uns der Nachbar sein Zwieback isst, dann meinst du die Maisrasseln, gell?
Wir haben eine kleine Wohnung, die habe ich in der Wohnungsbaulotterie gewonnen, gell? Das ist ein Wohnlogos mit Kochnische. Ja, wirklich. Hoch ist auch nicht. In dies habe ich viermal abgeschnitten. Bis er unter den Kronleuchter passt hat, gell? Aber das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt muss man sie nämlich zum Essen hinlegen, gell? Das ist ja auch nicht gerade das Gesündeste, ne? Sie, und eng ist bei uns daheim, da steht der Fernsehapparat auf der Waschmaschine, gell? Natürlich noch gefährlich, wenn du Reparaturen hast. Letztens war einmal am Samstag die Waschmaschine kaputt und der Fernseher. Dann habe ich es repariert. Alle zwei. Miteinander. Nachmittag um 5 Uhr war ich fertig, schalte ich den Fernsehapparat ein, schau da oder hüpfen aus der Waschmaschine raus, gell? Das ganze Mal hat er voll Schaum gehabt. Ja, aber das hätte er nicht machen sollen. Ich war nämlich gerade in meiner versinkbaren Kleinbadewanne gestanden. Und wenn der Häpfner da rausschaut, kriege ich vor lauter Schrecken auf den Retourknopf. Haut's mich mit der Bootwanne und 350 Liter Wasser in den Wandschrank, nein, so hin. Ja, wirklich. Ich hab gemeint, die Sintflut kommt. Mit Schwimmflossen und mit Taucherbrillen hat mir meine Frau wieder rausgeholt, gell? Sie, glaube ich, muss jetzt haben, ich habe nämlich vorhin einen Lötkolben in die Steckdosen reingesteckt und hab dann aufs Zippentalbuffet hingelegt. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen, gell?